Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird bei dieser Volksbefragung auch so wie schon vor 3 Jahren eine Nachfrist geben. Das wurde schon ausgeführt. Vor 3 Jahren haben wir gesehen, dass im Laufe der Nachfrist 1/3 der insgesamten Wahlberechtigten, die abgestimmt haben, in dieser Nachfrist auch gewählt haben. Und es sind somit mit dieser Nachfrist Tür und Tor für Missbrauch auch geöffnet. Interessanterweise haben damals die Grünen, die damals noch in der Opposition sich befunden haben, diese Volksbefragung vor 3 Jahren, im Jahre 2010, sie nicht anerkannt, eben weil so eine Nachfrist besteht. Und jetzt sind die Grünen an Bord, sind der Steigbügelhalter des absoluten Monarchenhäupel und boxt eine Volksbefragung durch. Die Nachfrist ist weiterhin vorhanden. Auf Bundesebene, auf Nationalratswahlebene, wurde die Nachfrist schon längst abgeschafft. Hier im rot-grünen Wien will man anscheinend weiterhin den Missbrauch gezielt auch ausüben, wenn es darum geht, die Bürger mit so einer Pseudo-Volksbefragung zu verhöhnen. Der Herr Margulis damals von den Grünen vor 3 Jahren hat gesagt, ich zitiere, mit der Volksbefragung hat die Wiener SPÖ deutlich gemacht, dass sie bereit ist, Instrumente der Demokratie zum eigenen Machterhalt auch missbräuchlich zu verwenden. Hat der Margulis gesagt, eben vor allem in Bezug auf die Nachfrist, die eben auch jetzt weiterhin vorhanden ist. Sie kennen sicherlich die Zitate namhafter Politologen und Meinungsforscher, wie zum Beispiel der Herr Dr. Thomas Hofer, der zu dieser Volksbefragung im März gesagt hat, die Fragestellungen sind zum Teil suggestiv, äußerst schwammig oder verwirrend formuliert. Oder der Herr Professor Peter Filzmeier, der gesagt hat, durch strategische Hintergründe leidet die Konkretheit. Man überlagert das Thema Parkpickerl mit Fragen, die keine unmittelbare Brisanz haben. Ich werde da noch kurz darauf eingehen, wieso. Oder der Herr Professor Beutelmeier, der gesagt hat, es handelt sich um teils nicht beherrschbare Themen. Es ist ein gefährliches Spiel der Politik. Natürlich, es ist ein gefährliches Spiel, weil wer dieses wichtige Instrument einer direkten Demokratie missbraucht, der treibt ein gefährliches Spiel und das werden wir Freiheitliche sicherlich nicht einfach so hinnehmen. Kurz 2 Worte noch zum Zustandekommen dieser Volksbefragung. Das war ja auch sehr interessant, ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Volksbefragung wurde beschlossen im Dezember bei der letzten Gemeinderatssitzung und erst dann kommt man drauf, und zwar die Fragestellung und der Termin, und dann kommt man erst drauf, dass der Termin gegen die eigene Verfassung verstößt und man musste dann noch in Windeseile eine extra Landtagssitzung für Anfang Jänner einberufen, damit man diese Verfassungswidrigkeit behebt, damit der Termin im März doch stattfinden kann. Da sieht man ja, dass im rot-grünen Wien die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut oder die linke Hand nicht weiß, was die noch linkere tut. Das ist nicht ganz so klar im rot-grünen Wien. Also allein die Vorbereitung dieser Volksbefragung ist ja von Pleiten, Pech und Pannen geprägt. Und man sieht, dass hier anscheinend das Ganze in Windeseile durchgeführt wurde und durchgeführt wird, weil man ja anscheinend auch hier sehr nervös ist und Angst hat, hier weiter an Wählern zu verlieren. Ein Wort noch zu unseren Fragen, die wir auch eingebracht haben bei der Gemeinderatssitzung im Dezember. Wir haben im Dezember diese Volksbefragung beschlossen, diese 4 Fragen. Wir haben dagegen gestimmt, weil wir schon im Dezember erkannt haben, dass diese 4 Fragen ein reiner Hohn sind, eine Verhöhnung der Bürger. Wir haben einen Antrag eingebracht, wo wir 10 Fragen auch zur Diskussion gestellt haben, die sinnvoller gewesen wären, auch hier für eine Volksbefragung zur Verfügung zu stellen. Frage Nummer 1. Soll eine kostenfreie, flächendeckende Parkraumbewirtschaftung für alle Wiener in Wien eingeführt werden? Das ist das freiheitliche Modell der Parkraumbewirtschaftung, kostenlos für alle Bürger, die in Wien gemeldet sind. Natürlich bei einem gleichzeitigen Ausbau der Park-and-Ride-Plätze, damit die Pendler natürlich nicht auf der Strecke bleiben wie bisher, sondern natürlich die Pendler Möglichkeiten haben, auch kostengünstig mit dem Auto an Wien heranzufahren und dann mit den Öffis weiter zum Arbeitsplatz zu gelangen. Oder die Frage Nummer 2, besondere Brisanz aufgrund der Vorgänge in Salzburg. Sollen alle spekulativen Geschäfte mit Steuergeld sowie risikoreiche oder spekulative Transaktionen im Verantwortungsbereich von Bürgermeister Häupl und Finanzstadträtin Brauner umgehend beendet werden? Wir haben bitte weiterhin eine Spekulation mit Frankenkrediten. 42% der Wiener Schulden,
der 4,8 Milliarden Euro Schulden sind in Frankenkrediten vorhanden. Und wir Freitag wollten das Volk befragen, ob wir weiter hochspekulative Geschäfte mit Steuergeld wünschen, ja oder nein. Oder soll eine unabhängige Ombudsstelle für den Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich von Wiener Wohnen eingerichtet werden? Also ein Ombudsmann für die Mieter in den Gemeindebauten. Auch das wäre eine Frage, die wichtig wäre, damit die Mieter in den Gemeindebauten auch einen Anwalt haben für ihre Anliegen. Oder zum Beispiel soll eine gemeinderätliche Untersuchungskommission zur Aufklärung von Korruption und Planungsskandalen im Bereich der Stadt Wien und der ausgelagerten Betriebe eingerichtet werden? Auch das wäre eine brisante Frage. All diese Fragen und noch mehrere wurden natürlich von Rot-Grün abgelehnt. Das ist schade, weil es wäre, glaube ich, der Stadtregierung kein Stein aus der Krone gefallen, wenn sie schon diese vier lächerlichen Fragen wirklich auch stellen wollte zur Volksbefragung, aber zumindest eine oder zwei dieser Fragen, die wir beantragt haben, hinzuzufügen, das ist leider nicht passiert. Gehen wir jetzt ganz kurz nochmal auf die Fragen im Konkreten ein. Heinz-Christian Strache hat schon viel gesagt zur ersten Frage. Es wurden 150.000 Wähler, die eine Volksbefragung initiieren wollten, einfach unter den Teppich gekehrt. Auch das ist allein schon ein Missbrauch der direkten Demokratie und auch in Wirklichkeit ein Ausfluss des absolutistischen, feudalmäßigen Herrschertums von Bürgermeister Häupl. Das wurde einfach in den Mülleimer gekippt und deswegen rufen wir Freiheitliche auf, diese vier Fragen, wie sie jetzt vorhanden sind, in den Mülleimer zu kippen, weil sie in Wirklichkeit das Papier nicht wert sind, auf das sie geschrieben sind. Die Währinger haben es wirklich gezeigt. 53% Wahlbeteiligung in Währing und 56%, also eine ganz, ganz klare Mehrheit gegen die Einführung des Parkpickels. Und das ist ein Erfolg für die Bürger. Und hat auch ganz klar gezeigt, dass die Bürger einen Schluss wollen, einen Schluss mit dem Drüberfahren, das hier auch seitens Rot-Grün die letzten Jahre passiert ist. Man sieht, dass die Bürger mündig sind, aber Bürgermeister Häupl hat Angst vor den Bürgern und Angst vor der Mündigkeit der Bürger. Zu Frage 2, das klingt zwar sehr nett, nämlich die Bewerbung zu den Olympischen Spielen. Wir kennen ja alle das olympische Prinzip, dabei sein ist alles. Aber das Einzige, wo die SPÖ Wien dabei ist, ist beim Rekordschulden machen, bei der Verursachung von Arbeitslosigkeit, bei der Verursachung von Rekordarmut. Wir haben ja mittlerweile über 300.000 Menschen, die in Armut leben müssen in Wien. Und bei der weiteren Verursachung von höheren Gebühren. Da ist die SPÖ dabei. Oder bei den ganzen Planungsskandalen, da ist die SPÖ auch dabei. Oder korruptionsverdächtigen Skandalen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen in den Medien entnehmen können, St. Marx, Media Center Marx, da wird anscheinend Schwarzgeld gewaschen von einem kasachischen ehemaligen Botschafter. Da ist die SPÖ dabei, wenn es da um das olympische Motto geht, dabei sein ist alles. Oder beim Thema V-Park, wo hier sich eine stadteigene Firma, namens V-Park, sich versucht, mit ganz brutalen Mitteln der Ellbogentechnik sich alle Garagen in Wien unter den Nagel zu reißen. Oder bei der Anmiete des Burgtheaters vor der Euro im Jahre 2008, wo hier der Echo Verlag angemietet hat und dann hier andere weit überteuert weitergemietet haben. Also man sieht, diese Fragestellung ist ein reines Ablenkungsmanöver, weil wie kann denn bitte eine Stadtregierung, die nicht einmal imstande ist, das Stadthallenbad dicht zu halten und dafür schon 18 Millionen Euro investiert hat die letzten zwei Jahre, wie soll denn bitte so eine Stadtregierung Olympische Spiele hier in Wien durchführen können? Und der Vergleich mit London, wo eben die Olympischen Sommerspiele veranstaltet wurden, der macht uns sicher. Wien verfügt zurzeit über maximal ein Sechstel der nötigen Sportstätten, nämlich der für Olympia nötigen Sportstätten, die für eine Austragung auch gebraucht werden. Und wir wissen, dass dieses Sechstel extrem sanierungsbedürftig ist. Die Ausrichtung der Veranstaltung in London hat statt der drei ursprünglich veranschlagten Milliarden Euro 12 Milliarden Euro gekostet. Das ist das Jahresbudget der Stadt Wien. Und wir haben mittlerweile einen Schuldenstand von fast 5 Milliarden Euro. Wie soll dann bitte eine Stadtregierung ein ganzes Jahresbudget aufwenden können für eine Brot- und Spieleveranstaltung, die im Endeffekt nichts anderes ist? Und wir kennen ja den SPÖ
Multiplikator, nämlich den SPÖ-Multiplikator in Wien, alles mal drei. Das Skylink ist dreimal so teurer wie ursprünglich veranschlagt. Die Zentralfeuerwache ist dreimal so teuer wie ursprünglich veranschlagt. Und der Herr Schicker von der SPÖ war zumindest ehrlich. Er hat nicht gesagt, die Bewerbung kostet wie in London 25 Millionen Euro oder in München die missglückte Bewerbung 33 Millionen Euro, sondern er hat ganz ehrlich gleich gesagt, sie kostet 100 Millionen Euro. Also da sieht man, der SPÖ-Multiplikator alles mal drei kommt hier sogar ehrlich zur Anwendung. Und natürlich wissen wir, dass da und dort irgendwelche Freunde mitschneiden. Man sieht das ja bei allen Entscheidungen wie Skylink und bei allen Machenschaften, die in den letzten Jahren auch hier an die Öffentlichkeit gelangt sind. Kommen wir zur Frage Nummer drei. Das ist eine absolute Panikmache der SPÖ, eine Unverfrorenheit sondergleichen, weil es gibt keine Partei im Wiener Gemeinderat und Landtag, die privatisieren will. Und wir haben noch bei der Sitzung im Jänner des heurigen Jahres auf FPÖ-Initiative einen Antrag beschlossen, im Endeffekt einen Vier-Parteien-Antrag einstimmig beschlossen, dass natürlich das Wiener Wasser nicht privatisiert werden soll und darf. Und trotzdem geht die SPÖ her und inseriert jetzt doppelseitig in Tageszeitungen, dass die FPÖ das Wasser privatisieren will. Das ist doch bitte eine Unverfrorenheit, eine Frechheit, und es wird hier anscheinend, weil der SPÖ das Wasser bis zum Hals steht, mit wirklich wissentlichen und dreisten Lügen schon gearbeitet. Das werden wir auch sicherlich nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben auch diesen Fall schon dem Anwalt übergeben. Oder zum Thema AVZ, die Häupl-Stiftung, hat Heinz-Christian Strache schon gesagt, 1,7 Milliarden Euro Volksvermögen für den Erlös der Zentralsparkasse wurden in eine Privatstiftung übertragen, sprich sie wurden privatisiert und wurden dann verspekuliert, weil von den 1,7 Milliarden Euro Volksvermögen sind maximal noch 100 Millionen Euro vorhanden. Also zuerst privatisiert, dann verspekuliert. Und dann fragt man sich ja wirklich, wo hier in Wien die Spekulanten sitzen. In New York und in London sitzen die Spekulanten in Hedgefonds und in Investmentbanken. Aber in Wien sitzen die Spekulanten auf der Regierungsbank. Das muss man auch für alle mal sagen. Sie sitzen auf der rot-grünen Regierungsbank, weil was hier auch mit den Frankenkrediten und mit hochspekulativen Geschäften, mit Steuergeldern passiert ist und weiterhin passiert, das passt ja insgesamt auf keine Kuhhaut. Es wurde sogar in Wien die Jugendarbeit privatisiert. Davon spricht keiner. Die Jugendbetreuung wurde privatisiert, die Parkbetreuung wurde privatisiert. Es werden private Vereine gegründet, wo überall rote Gemeinderäte in den Vorständen sitzen. Dort werden jährlich hunderte Millionen Euro an Steuergeldern in Form von Subventionen zugeführt. Und das wird dann verkauft als Jugendbetreuung und Parkbetreuung, wo im Endeffekt dann einige rote Freunde sich bereichern. Kurz zu Frage 4, wurde ja auch schon gesagt, eine reine No-Nah-Frage. Niemand wird gegen so ein Konzept sein, gegen so eine Idee, aber sie widerspricht ja auch diametral der Frage Nummer 3, die ja genau das Gegenteil auch verlangt. Also das Fazit, diese vier Fragen von Rot-Grün bestrafen im Endeffekt den Verstand eines jeden Bürgers. Sie sind das Papier nicht wert, auf das sie geschrieben sind. Es sind reine Wischiwaschi-Fragen, die im Endeffekt viel Steuergelder kosten durch eine Ausrichtung dieser Volksbefragung. Genau das Geld, wo auch der Heizkostenzuschuss jetzt gestrichen wurde, nämlich 6 Millionen Euro, wo die Menschen uns laufend anrufen und zu uns kommen, weil sie bei so einem harten Winter frieren, wo die Kinder frieren, da wurden 6 Millionen Euro gestrichen. Aber um genau das Geld wird so eine No-Nah-Volksbefragung, eine Farce durchgeführt. Wir sagen als Gemeinderatsclub in Wien, als freiheitlicher Gemeinderatsclub, Bürgermeister Häupl hat das Vertrauen der Bürger schon längst verspielt. Wir werden am Freitag bei der Gemeinderatssitzung einen Misstrauensantrag stellen, weil wir uns im Endeffekt diesen Pflanz, den dieser Bürgermeister uns bietet, nicht mehr länger bieten lassen. Wir werden einen Misstrauensantrag stellen, fordern auch den Rücktritt von Bürgermeister Häupl, weil er im Endeffekt der Verlierer ist. Er ist der Verlierer. Er hat die Gemeinderatswahl 2010 verloren, er hat die Volksbefragung vor ein paar Wochen verloren, die er im Endeffekt initiiert hat. Das war eine Niederlage für den Bürgermeister Häupl. Da haben ja sogar in Niederösterreich mehr Leute fürs Berufsheer gestimmt, im schwarzen Niederösterreich als im roten Wien. Das ist eine Niederlage, und es kann bitte nicht sein, dass hier von den wahren Problemen in Wien abgelenkt wird. Die Menschen vertrauen dem Herrn Bürgermeister schon lange nicht mehr, weil eben auch den Menschen nicht zutraut,
mündig die Fragen der Stadt auch selbst zu entscheiden. Er traut den Menschen die Mündigkeit nicht zu, auch wirklich den Menschen eine Volksbefragung vorzulegen, die die wahren Probleme auch hier in Wien anspricht. Er hat Angst vor den Menschen. Wir sagen, die Bürger sind mündig, sie können entscheiden und wir bringen am Freitag einen Misstrauensantrag gegen Herrn Häupl ein.